So, hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender. Thema heute ist das Grünzeug hier hinter mir. Wir haben inzwischen durchaus fortgeschritten im Herbst. Der eine oder andere Baum hat noch ein bisschen bunte Belaubung. Zum Beispiel, das ist noch so eine der späteren Buchen. Wunderschön, für mich auch immer ein herrlicher Anblick, wenn sie noch so restgelbe Blätter dran haben und gerade dann auch die Restblätter wirklich diese wunderbare Goldfärbung angenommen haben. Also so kurz vorm Endstadium des Rausziehens von Restnährstoffen. Das Buchenblatt ist eher bräunlich, bis es dann endgültig runterfällt. Und diese Goldfärbung, wirklich dieses Goldgelb, das hat es ein paar Tage bis zwei Wochen vorher so relativ gut inne. Und ja, den Zeitpunkt muss man schon richtig erwischen. Leider ist es oft so, dass schon sehr viele Blätter unten sind, wenn die verbliebenen Bäume den Goldzustand erreicht haben. Man kann da in manchen Jahren Glück haben und kriegt einen ganzen goldenen Wald. Habt ihr sicher auch schon mal erlebt. Dieses Jahr hat es ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also ich bin sehr zufrieden mit dem diesjährigen Herbst. So, irgendwie scheint beim Herbst nicht mitmachen zu wollen. Das Gestrüpp da hinter mir hat sogar keinen Bock auf Herbst, ne? Ja, hast du nicht. Ist nachvollziehbar. Ja, denn er hier, das ist ein R, ne? Ja. Bro. Der hat das nicht nötig. Denn es handelt sich um einen Ilex aquifolium, zu Deutsch Stechpalme. Diverse andere Namen, vielleicht kennt ihr den englischen Begriff Holly. Nicht holy, wie ich auch schon mal fälschlicherweise, weil ich ja bekanntermaßen nicht so doll Englisch kann, vermutet habe, nee, man spricht sie wohl Holly aus. Hollywood ist tatsächlich ein Gebüsch aus diesem Zeug hier. Das ist nämlich hier bei uns durchaus ein bisschen eine bedrohte Pflanze, ein bisschen sehr, je nachdem, wo man sich befindet. Es gibt durchaus Ecken, da wächst er ziemlich häufig. Da fragt man sich, wozu zum Geier steht der unter Naturschutz. Und es gibt Ecken, da ist er wirklich derart selten, dass man sich immer freut, kann, wenn man ein einzelnes wildwachsendes Exemplar mal irgendwo erwischt. So, und weil das Zeug eben die wundersame Angewohnheit hat, ein immer grüner Laubbaum zu sein und dazu noch, wenn es dann ein weibliches Exemplar ist, er hier hat da keinen Bock drauf, beziehungsweise nicht die Möglichkeit. Ja, wir kriegen ja auch keine Kinder, also die Bärtigen unter uns. Und das bedeutet, ist nicht mit Früchten. Aber wäre es ein weibliches Exemplar, hätte es dekorative rote Früchte, die sehen wir auch gleich noch. Ich bin ja nicht umsonst hier auf den Berg gestiegen. Und das bedeutet, damit sieht er ganz schick aus. Und aus irgendwelchen Gründen war man der Meinung, vermutlich irgendwelche europäischen Aussiedler, die nach Kalifornien gezogen sind, dass sie auch in ihrer neuen Heimat unbedingt dieses Zeug hier haben wollen, weil sie das so hübsch fanden und von daheim irgendwie als rituelle Pflanze, das ist übrigens durchaus ganz wichtig, dass das eine rituelle Pflanze gewesen ist, kannten und das da auch haben wollten in der neuen Heimat. Und dadurch hat man angefangen, verschiedenen Schmuck, verschiedene Haarkränze zum Teil, Objekte, die man irgendwo ins Haus, an die Haustür, als Adventskranz ins Haus, wohin auch immer hängt, aus diesem Zeug hier herzustellen. Hat man in Europa auch schon sehr, sehr lange gemacht. Interessanterweise ist es aber jetzt mal einfach ein Beispiel für eine Pflanze, die bei uns vom Aussterben, ja, je nachdem, wo man sich befindet, stark gefährdet, vom Aussterben bedroht ist vielleicht übertrieben, aber stark gefährdet, je nachdem, wo man sich befindet, ist und gleichzeitig eben in Kalifornien auf den Hollywood Hills invasiv und sich da zu sehr breit macht und da eigentlich von Natur aus gar nicht hingehören würde. Ne? Also das ist immer ganz interessant. Gibt es viele Beispiele von Pflanzen, die im Herkunftsland selten geworden sind oder auch Tierarten und woanders auf dem Planeten fast schon invasiv oder zumindest stabilere Populationen haben, als da, wo sie übrigens herkommen. Prominente Tierart diesbezüglich das Muffelschaf. Mufflon. Guckt euch das mal an, das sieht super sympathisch aus, tolles Tier, blöd nur, stammt ursprünglich von vermutlich Sizilien, vielleicht Korsika, wir wissen es nicht genau. Wir wissen auch nicht hundertprozentig, ob es eine verwilderte Hausschafart aus der Antike ist oder tatsächlich noch ein Wildschaf. Zumindest mein letzter Stand war, dass wir das nicht genau wussten, vielleicht hat sich da inzwischen in der Forschung auch was getan. Jedenfalls liegt der Verbreitungsschwerpunkt dieser Tierart inzwischen in Mitteleuropa, weil wir sie importiert haben und nicht mehr auf den entsprechenden
Inseln, wo es das Vieh verdammt selten geworden ist. Würde es also jetzt die Verbreitung in Mitteleuropa gar nicht geben, wäre das Tier akut vom absoluten Aussterben, sprich es gibt überhaupt kein Exemplar mehr und die Art ist weg, nur entfernt. Ja? Aber das bleibt uns erspart. Also manchmal kann so ein ja, gewissermaßen in manchen Regionen fast schon invasives Vorkommen, ist beim Muffelschaf jetzt nicht so wirklich viel invasiv dabei, aber man hat es auch schon vermutet, dass es hier und da das vielleicht sein könnte, unter bestimmten Bedingungen, wie auch immer. Das kann teilweise die Art sogar retten. Und wäre das jetzt in Deutschland zum Beispiel passiert, dass uns unser deutsches Holly-Vorkommen oder eben entsprechend Stechpalmen-Vorkommen abhanden gekommen wäre, was mal zeitweilig kurz davor gewesen ist, dass das so aussah, als wäre es kurz davor tatsächlich zu erlöschen, dann wäre so ein Restvorkommen, auch wenn es invasiv ist, in Kalifornien vielleicht sogar ganz nützlich. Ne? Also das sind interessante Themen, über die man mal ein bisschen nachdenken kann. So, jedenfalls die Stechpalme, warum heißt die so? Das ist nämlich der wesentliche Knackpunkt. Ihr habt ja auch den Titel gesehen, warum die Stechpalme nicht in den Adventskranz gehört. In den Adventskranz dürft ihr sie rein? Nein, dürft ihr nicht. Macht bitte keinen Adventskranz. Aber in den Adventskranz gehört sie deswegen nicht rein. Zumindest nicht, wenn sie aus Wildwuchs stammt, aus gezüchteten Anbauten ja, von mir aus. Ne? Weil sie eben so selten geworden ist und deswegen unter Naturschutz steht. So, und die Tatsache, dass sie langsam selten wurde, das ging vermutlich los, spätestens mit dem Erstarken, dem immer weiter Erstarken der katholischen Kirche. So ab dem frühen Mittelalter haben wir ja da durchaus gewissen Einfluss der Kirche bei uns in Mitteleuropa erleben dürfen. So, und die Kirche, die feiert Ostern. Ja? Und jetzt will ich gar nicht behaupten, dass nur die Katholiken schuld sind. Die Katholiken sowieso nicht. Also wenn dann überhaupt deren Vorfahren und ob die gleiche Konfession hatten, spielt eigentlich keine Rolle. Ist auch egal. Jedenfalls hat die katholische Kirche die Angewohnheit zu Palmsonntag, ich meine, das wäre irgendwas mit Ostern, Palmen auszulegen. So, und das Problem ist, wenn du Palmen auslegen möchtest, um zu symbolisieren, dass man damals der Bibel nach in Jerusalem Palmblätter ausgelegt hätte, damit Jesus mit seinem Esel, glaube ich, oder was, Maultier, ich weiß nicht, irgendein Gefährt, gevierbeint, da einzureiten. Und um dem eben, wie gesagt, einen würdigen Empfang zu bereiten, hat man da Palmblätter auf der Straße, auf dem Weg ausgelegt. So, Problem. Irgendwie ist die Kirche auf die Idee gekommen, dass dieses Ritual des Palmblätterauslegens auch bei uns durchgeführt werden muss. Prinzipiell ist da ja nicht viel dagegen einzuwenden, nur dummerweise haben wir keine Palme. So, und blöderweise ist Ostern zu einem Überfluss auch noch im Frühjahr. So, das heißt, wenn wir jetzt so einen Laubbaum angucken, jetzt haben wir kein Frühjahr, sondern Spätherbst bis Winter, ja, dann seht ihr da irgendwo Palmblätter? Nee, ne? So ein Nadelbaumwedel? Sieht jetzt auch nicht so richtig nach Palme aus. Also, was haben wir denn, was denn wenigstens halbwegs nach Palme aussehen könnte und da vielleicht eventuell geeignet ist, um einen Adventskranz eben nicht machen, ja? Oder eben zur Auslegen des Kirchenbodens verwendet zu werden, ist halt hier unser Ilex. Das ist, wie ich vielleicht schon erwähnt habe, ich weiß es gerade gar nicht mehr, unser einziger immergrüner Laubbaum in Mitteleuropa. Und damit kommt lediglich Ilex in Frage, wenn du irgendeinen Laubbaum, Palmen sind noch nicht mal Bäume im Übrigen, aber nicht streng genommen, nicht im engeren Sinn. Trotzdem, ja, das ist das Einzige, was in Frage kam. Und das hat man dann im großen Stil eben da in die Kirchen zu Palmsonntag reingeschmissen. So, und blöderweise wächst das Zeug ziemlich langsam, ist zwar durchaus resistent gegen verschnitten werden und beschnitten werden, aber wächst halt trotzdem immer noch ziemlich langsam. Und teilweise hat man zusätzlich zu dieser Palmanwendung, darum heißt sie auch Stechpalme, ne? Nicht, dass da irgendwas Palme dran wäre, aber tja, wenn das eben die Kirche vorgibt, dann wird das selbstverständlich so auch übernommen. Ja? Und
aber zusätzlich dazu eben noch der Weihnachtsschmuck, der Schmuck im Winter, wie es in Kalifornien ja eben, deswegen hat man das Zeug ja erst importiert, um das in Kalifornien machen zu können. Warum? Naja, weil alle Einwohner von Kalifornien, zumindest die weißen Einwohner von Kalifornien, ja irgendwo plus minus aus Europa gekommen sind und nahezu in fast Gesamteuropa dieses Zeug hier üblicherweise im Winter dekorativ in die Hütte, an die Hütte oder sonst wohin gehängt wird, um eben zu symbolisieren, dass der Winter nicht ewig lange dauern wird. Selbst die Römer berichten bereits, dass die Völker, die sie hier im Norden unterjocht haben, das hier regelmäßig im Winter als Schmuck, als Fruchtbarkeitsritual wohl möglich auch verwendet hätten. Auch die Druiden sollen das wohl wichtig gefunden haben. Ja, da muss man immer vorsichtig sein, was der gute Tacitus so aufgeschrieben hat, ne? Aber trotzdem könnte zumindest sein, dass die Druiden das interessant gefunden haben. Würde Sinn ergeben, ist eine besondere Pflanze. Ist, inzwischen wissen wir, nur noch leicht giftig. An dieser Stelle Korrektur Nummer 1 im Vergleich zu meinen bisher so gemachten Aussagen. Ältere Quellen, und ich habe bisher meistens ältere Quellen, was den das Zeug hier angeht, verwendet, behaupten, 20 bis 30 Beeren sind schon tödlich. Das ist nicht so. Das ist ein bisschen schade, weil es irgendwie cool ist, super giftige Pflanzen vor der Haustür zu haben. Nein, ist nur leicht giftig. 20 bis 30 Beeren erzeugen Übelkeit und möglicherweise Erbrechen. Man müsste allerdings sich schon sehr viel Mühe geben, wenn man sich zum Beispiel mit den Beeren umbringen möchte. Nichtsdestotrotz ist das eines der wenigen Pflänzlein, die wir in Mitteleuropa haben, wo sämtliche Pflanzenteile giftig sind. Holz, Wurzel, Blätter, Beeren, alles. Ja? Komplette ganze Pflanze von vorne bis hinten giftig. Ja? Und ja, vielleicht deswegen auch faszinierend. Man hat schon auch in der Vergangenheit immer mal trotzdem versucht, daraus irgendwelche Heilmittel herzustellen. Es gibt auch alte Überlieferungen, wozu das angeblich dienen soll, ein Heilmittel hieraus hergestellt. Spoiler, hilft nicht, ist Quatsch, ist Humbug, hat man sich halt eingebildet, stimmt deswegen trotzdem nicht. Und so kann man heute ganz einfach mit moderner Wissenschaft widerlegen, dass da irgendwas Heilendes dabei ist. Und das ist jetzt übrigens eine Sie. Guten Abend, die Dame. Ja. Und sie hat jetzt eben diese dekorativen roten Beeren. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, sind die außerordentlich dekorativ, schön rot glänzend, schön fest, nichts matschig und so weiter. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Und gerade durch diesen Glanzeffekt, außerordentlich spannend, wenn man nebendran noch irgendwelchen Kerzenschein hat oder wenn sie morgens im ersten Licht des neuen Tages, der im Winter ja mitunter sehnsüchtig erwartet wird, dann zum ersten Mal mit Licht beschienen werden, ist das einfach ein hübscher Anblick. Also ich persönlich kann nachvollziehen, dass man die dekorativ findet. Mir selber geht es auch so. Ich mag Ilex-Beeren außerordentlich gerne, rein optisch. Besonders solange sie noch am unversehrten Baum bzw. Strauch hängen. So, ja, und das wurde eben nach und nach dem Ilex zum Verhängnis. Die mythologische Bedeutung, die Fruchtbarkeit steigernde Wirkung, die den Winter austreibende, Dämonen austreibende, Geister austreibende, was auch immer Wirkung man ihm unterstellen möchte. Hier ist nochmal ein schönes rotes Exemplar. Ich hoffe, das seht ihr da hinten irgendwo. Und das wahrscheinlich eben, wie gesagt, schon seit den Kelten, spätestens bei den Germanen dürfte das schon üblich gewesen sein. So, wir vermuten, das wissen wir nicht genau, tatsächlich ist der Ilex nicht so gut untersucht, wie ich das mir gerne wünschen würde, weshalb sich da auch immer mal wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu durchsetzen. Das ist bei der Buche schwierig, die kennen wir schon ziemlich gut, bei der Eiche zum Beispiel auch. Wobei auch da jetzt durch den Klimawandel sich natürlich neue Forschungsfelder und so weiter und so fort ergeben. Aber der Ilex ist vergleichsweise wenig erforscht, weil er halt nie so häufig war. Und wenn er mal vorkam, ja, dann hast du halt Glück gehabt oder Pech gehabt, je nachdem, ob du welchen haben wolltest oder nicht. Jedenfalls dürfen wir schwer davon ausgehen, dass die Tatsache, dass weibliche Exemplare gerade im Winter zurückgeschnitten worden sind, weil dann die Beeren besonders knallerot sind und besonders schön glänzen, sondern wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Horden von Kelten, ja, so viele gab es davon nicht, immer in ihrer Siedlungsnähe hingegangen sind und bei weiblichen Exemplaren dann eben diese Beerenzweige abgeschnitten haben. So viele Beeren hängen da normalerweise auch nicht dran.
In den letzten Jahren sind es relativ üppig, hier zumindest, ja, weil er eben davon profitiert, dass er der einzige immergrüne Laubbaum ist. Alle anderen Laubbäume können im Winter nicht, der Ilex kann im Winter schon. In den meisten Wintern ist es eigentlich möglich, noch ein bisschen zusätzlich zu wachsen, wenn man dann Blätter hat. Ja, und deswegen fällt das für Buche, Hainbuche und Co. weg, aber für den Ilex halt eben nicht. Davon profitiert er jetzt in den letzten Jahren doch ziemlich deutlich und wir können eine Laurifizierung, das ist ein Lorbeergewächs, also ein Laurus gewissermaßen, gehört da nicht wirklich dazu, aber Laurus wären die Lorbeergewächse, nur um den Namen verwendet zu haben, damit ihr versteht, was Laurifizierung bedeutet. Der Wald nimmt immer mehr lorbeerartiges Laub an und da gehört der Ilex mit seinen dicken, fleischigen Blättern definitiv dazu. Ich gehe jetzt übrigens davon aus, ich muss euch keine großen Detailsaufnahmen von den Blättern machen, die werdet ihr schon mal gesehen haben und wenn nicht, sucht euch gefälligst einen Ilex. Das ist machbar, wenn auch nicht überall sehr, sehr leicht. Gut, ja, jedenfalls kultische Anwendung, hatte ich ja schon gesagt, wurde ihm zum Verhängnis, insbesondere eben im Winter, aber da das Zeug außerdem dazu neigt, für sehr, sehr stachliche Blätter zu haben, das ist jetzt wiederum die Kenntnis des Ilexblattes voraus, ich blende euch da auch noch mal kurz was ein, bedeutet das, dass man ihn auch anderweitig, gar nicht nur kultisch, sondern auch zu Verteidigungszwecken einsetzen kann. Nämlich einmal zur Schädlingsabwehr. Und zwar wurde er in verschiedenen Haushalten von, ja, ich sag mal, mausgeplagten Dörfern oder ja, kleinen Städtchen und so weiter gerne verwendet, um das Fensterbrett auszukleiden. Man hat also auf das Fensterbrett oder vor die Türschwelle größere Mengen Ilexblätter bzw. ein paar Ilexzweige draufgelegt, um eben damit zu erwirken, dass die Mäuse nicht gern durch ein Ilexdickicht durchlaufen, weil die Blätter so fiese Stacheln haben. Genau genommen haben sie natürlich keine Stacheln, sondern sind lediglich stachelartig zugespitzt, damit wir hier in der korrekten Nomenklatur bleiben. Aber der Effekt ist derselbe, wenn du durch ein Ilex-Dickicht durch möchtest als Maus, dann hast du ein Problem. Ja? Und außerdem soll man sich wohl auch Familien, ganze Familien, sollen sich wohl in Ilex-Dickichten versteckt haben. Es kann ganz dichte Ilex-Bestände geben. Wenn man die ein bisschen in Ruhe lässt, werden die wirklich am Boden nahezu undurchdringliche Stacheldickichte ausbilden. Und die Einheimischen kannten irgendwelche Schlupfwege oder haben sich auch Schlupfwege angelegt, um sich im Ilex zu verstecken. An der Mitte noch irgendwo ein bisschen was weggeschnitten, wo man sich dann aufhalten konnte und sollen sich, zumindest sagen das diverse Legenden, was da dran ist, vielleicht stimmt's, sollen sie sich in solchen Ilex-Wäldchen und Gebüschen vor Plünderern versteckt haben. Zuletzt noch im 30-jährigen Krieg, angeblich. Ja? Vorstellen könnte man sich, wenn die Plünderer kommen, dass man einfach im Ilex-Gebüsch verschwindet. Durch das Ilex-Gebüsch kommst du wirklich nur rein, wenn du dir entweder mit viel, viel, viel Mühe einen Weg durchhackst. Warum solltest du das tun? Was soll da drin sein, was dich interessiert? Du weißt ja nicht, dass sich da die flüchtigen Dorfbewohner oder wer auch immer versteckt halten. Und ja, ansonsten ist da drin nichts zu bekommen. Und wenn du den geheimen Eingang, den geheimen Tunnel, den die irgendwo angelegt haben, vielleicht sogar noch mit ein paar Ilex-Zweigen wieder verschlossen, nachdem alle durchgekrochen sind, nicht kennst, schwierig. Ja? Also könnte ich mir schon vorstellen, halte ich für eine valide Möglichkeit, sich in sowas zu verkriechen. Auch hilfreich, wenn die Zombies kommen, also wenn für Zombie-Apokalypse durchaus auch eine hilfreiche Pflanze. So. Also war schon immer wohl möglich ziemlich wichtig für die Leute hier. Wer übrigens dachte, der Ilex oder die Ilex, je nachdem, ob Bären dran sind oder nicht, sei irgendwas aus dem Mittelmeerraum importiertes, gewissermaßen ja, aber halt von alleine hat sich selber importiert. Ist also auf natürlichem Wege nach zum Beispiel Deutschland eingewandert und ja, bleibt hier auch ebenfalls auf natürlichem Wege da. Das heißt, da mussten wir nicht nachhelfen. Der ist nicht angepflanzt, sondern immer noch eigentlich fast nur wild vorkommen, die teilweise, wie gesagt, eben im Bestand stark bedroht sind. So, warum ist das Zeug jetzt geschützt, wer es noch nicht mitbekommen hat? Ja, wegen der sexuellen Diskriminierung der weiblichen Ilexe, die halt immer als Dekorationsmaterial herhalten müssen, während die Männchen relativ ungeschoren davonkommen. Ja, und das führt auf die Dauer dazu, dass es an Weiblein mangelt. Und ohne Weiblein ist das mit der Reproduktion bekanntermaßen ein bisschen schwierig.
Wobei das auch dazu geführt haben könnte, da habe ich auch schon so interessante Theorien zugehört, Hypothesen, Theorien sind es nicht, dafür sind sie zu wackelig, ja, aber Hypothesen zugehört, dass der Ilex deswegen mehr auf Stockausschlag aufbaut, beziehungsweise auf Wurzelbrut, das heißt, er macht Wurzelausläufer und von da wächst ein neuer Zweig nach oben. So, und das bringt uns dazu, dass ich mich korrigieren muss, weil ich habe mit großem Bedauern, das hat mich auch sehr schockiert, als ich eben noch mal zum Ilex noch ein bisschen aktuelle Literatur nachgelesen habe. Denn ich habe in der Vergangenheit mehrfach, meistens live und in Farbe und ohne Kamera, euch erzählt, bei verschiedenen Gelegenheiten, dass der Ilex sehr alt wird. Das ist im Prinzip richtig, aber nicht nach klassischer Art und Weise oder nach klassischer Definition. Bedeutet, ein einzelner Ilex-Stamm, so er dann überhaupt mal einen Stamm ausbildet, der wird nur in Anführungszeichen 300. Trotzdem kann die Pflanze sehr viel älter werden. Das ist also nicht falsch, dass der Ilex potenziell sehr alt wird. Das ist schon richtig, nur der einzelne Stamm, eben nur 300. Wenn er aber Wurzelausläufer macht, ist das im Grunde ein Klon. Und der hat exakt dieselbe DNA wie der Ursprungsstamm. Und jetzt kann es sein, dass durch diverse Wurzelausläufer das Exemplar immer älter und immer älter wird, obwohl der Ursprungsstamm, also der, aus dem der ganze, die ganzen Klone hervorgehen, gegangen sind, schon lange nicht mehr existiert. Und das wissen wir in den meisten Fällen nicht. Das lässt sich nur ganz, ganz schwierig schätzen und nachweisen überhaupt nicht. Also höchstens, man hat noch von allem irgendwie lebendes Material übrig und macht das dann irgendwie super kommt, aber wir wissen es nicht genau. Pando ist auch so ein Phänomen, vielleicht schon mal gehört. Das ist ein Zitterpappelwald, mehr oder weniger Zitterpappel, amerikanische Variante davon. Populus tremula. Wäre es bei uns, aber das sind ein bisschen andere Pappel. Jedenfalls ein Pappelwald in den USA und der klont sich die ganze Zeit selber. Das macht ihn vermutlich zum genetisch gesehen ältesten Lebewesen des Planeten. Irgendwas, keine Ahnung, mindestens ein paar 10.000 Jahre alt, vielleicht auch 100.000 oder 150.000 Jahre alt oder was weiß ich wie alt. Ist jedenfalls wirklich wirklich alt. So, und ich muss kurz meinen Rucksack abziehen, sonst komme ich hier nämlich nicht durch. Also, das kann beim Ilex rein hypothetisch also auch passieren, dass er nicht als Einzelstamm, aber als Kollektiv aus Ilex-Klonen verdammt lange lebt. Ne? Und deswegen ist es nicht falsch, wenn ich sage, der wird sehr alt. Aber nach klassischer Nomenklatur ist es das eigentlich schon. Deswegen möchte ich mich entschuldigen. Das hatte ich wirklich falsch im Gehirn irgendwann mal abgespeichert, dass der Ilex super alt wird. Und dachte, die einzelnen Stämme werden auch schon sehr alt. Ja, dass er zusätzlich noch Wurzelbrut macht, wusste ich, habe ich euch hoffentlich auch erzählt, als ich euch mal was zum Ilex erzählt habe vor Ort. Aber ich habe dabei wahrscheinlich nicht erwähnt, dass die einzelnen Stämme eben doch nur jetzt gar nicht mal so alt werden, weil ich das zu diesem Zeitpunkt einfach nicht gewusst habe. Da möchte ich mich entschuldigen, das war ein Fehler. Ja, ändert nicht allzu viel hoffentlich daran, dass ihr vom Ilex fasziniert seid. Das dürft ihr sein, das ist auch angemessen, aber ja, da habe ich ein kleines bisschen übertrieben. Das ist ein häufiges Problem, seit es Baumwissenschaften in Anführungszeichen gibt, wird gerne mit dem Alter von Bäumen übertrieben. Das heißt, wann immer ihr irgendwo einen Stadtbaum, Parkbaum rumstehen seht und der soll, was weiß ich, wie viele tausend Jahre alt sein, er ist es nicht. Da wurde ganz oft ganz viel übertrieben. Also wenn gerade auch wenn Tafeln dran stehen, wo irgendein super altes Alter draufsteht, in ganz wenigen Fällen mag es manchmal stimmen, ja, das will ich ja gar nicht bezweifeln, aber ja, jeder hat gerne den ältesten Baum weit und breit, auch unter Förstern durchaus so ein Ding, dass man da gerne mit dem Alter seiner ältesten Bäume es ein bisschen gut meint mit der Schätzung. Ja, das ist menschlich und nachvollziehbar, wie ich finde. So, ja, hier haben wir jetzt wieder über mir ein wenig Ilex und wie ihr seht, bin ich ein wenig im Schatten gelandet. Das liegt tatsächlich jetzt hier am Baum, gar nicht so sehr an den nicht ganz unschönen Felsen, die hier zufälligerweise rumstehen. Was für ein Zufall! Ja, ich bin sehr gut darin, meine Überraschung, dass hier Felsen rumstehen, zu verbergen. Ich hatte nicht damit gerechnet. Na, natürlich wusste ich das. Ja. Aber ja, das bringt uns
immer näher an das Exemplar, zu dem ich eigentlich möchte, wo man eben diese Wurzelbrut relativ gut beobachten kann und dann eben durch die Wurzelbrut eine Altersdatierung sehr schwierig wird. Ja. Die hier, also insbesondere so baumförmige Ilexe, die meisten von euch werden einen baumförmigen Ilex noch gar nicht groß gesehen haben. Das ist ein Ilex-Baum. Ne? Also das können wir uns darauf einigen, dass das da sicherlich ein Baum ist. Dass es ein Ilex ist, das müsst ihr mir jetzt glauben. Und wenn ihr es nicht glauben wollt, dieser Zweig, ne, der führt zu diesem Stamm. Und da dran sind diese... Bei solchen Gelegenheiten neigt ihr dazu, umzukippen. Daran sind diese Blätter und die kann man hoffentlich als Ilexblatt identifizieren. Ist wieder ein männliches Exemplar. Und ja, vielleicht noch ein weiteres interessantes Detail, bevor wir dann wirklich zum letzten und meiner Meinung nach auch beeindruckendsten Exemplar, was ich hier zu bieten habe, kommen. Das hier ist auch ein Ilexblatt. Seht ihr da Stacheln? Nein, seht ihr keine, beziehungsweise stachelartige Auswüchse am Blattrand. Das liegt daran, dass der Ilex, in diesem Fall der Ilex, nenne ich die Ilex, ein Heterophyllie-Baum ist. Heterophyllie bedeutet unterschiedlich geformte Blätter an derselben Pflanze. Hetero, vielfältig, Folie, blattertragend, blättrig müsste man das eigentlich wohl sinngemäß vielfältig blättrig übersetzen. Vielleicht, ja, kann man sich kloppen. Ist auch egal, sinngemäß stimmt es ungefähr und das bedeutet, wir haben eben die stacheligen Blätter unten und wir haben häufig oben nicht stachelige Blätter. Warum ist das so? Ja, da gibt es ein paar Theorien dazu. Beweisen kann man es derzeit noch nicht, aber mir gefällt die Idee, das ist übrigens auch die Mehrheitsmeinung, dass der Ilex ja durch, also auch der Ilex selber, der hat da vielleicht nicht so viel von, aber wahrscheinlich hat er diese Eigenschaft von seiner Frau übernommen, denn die Ilex hat das auch, dass die stachlichen Blätter unten sind und die nicht stachlichen Blätter oben. Und das ergibt Sinn, denn die Beeren, die da dranhängen, sind ja dafür da, dass da bitte schöne Vögel vorbeikommen sollen, übrigens nur 12 Vogelarten in Mitteleuropa. Andererseits, das ist auch schon gar nicht mal so schlecht. Und das führt dazu, dass wenn hier die Blätter glattrandig sind, so wie hier, ja, dann kommt man natürlich an die Beeren viel besser ran. Wenn man jetzt also unbedingt mit haufenweise Stacheln verhindern wollen würde, dass die Beeren vom Vogel eingesammelt werden, wäre ja völlig kontraproduktiv. Wozu bietet man dann überhaupt Beeren zum Verzehr an und macht sie so schön glänzend rot? Da muss man dazu sagen, diese schönen glänzend roten hier, die sind unverzehrbar. Die können die allermeisten Vögel, die überhaupt Interesse daran haben, Ilexbeeren zu verzehren, können die so noch gar nicht fressen. Da muss noch mal 2-3 Mal ordentlich Frost, so richtig knalle Frost drüber gegangen sein. Also so ein paar Grad minus reicht dann schon. Ne? Und dann platzen die so leicht auf, beziehungsweise werden weicher und sind dann lecker für verschiedene Vögel, denen das Gift entsprechend nichts anzuhaben scheint. Das erklärt auch, warum nur 12 Vogelarten an der Ausbreitung des Ilex beteiligt sind. Der ist ja bei uns auch nur koevolutionär seit der letzten Eiszeit hier unterwegs. Das bedeutet, wir haben bloß so circa 10.000, höchstens, sagen wir eher 8.000 Jahre Koevolution von Ilex und den meisten hier vorkommenden Tieren, die während den Eiszeiten auch nicht da waren. Ja, und da das gar nicht so viel Zeit ist, haben es halt gerade mal erst 12 Vogelarten geschafft, eine Immunität gegen das Ilex-Gift zu entwickeln. Ist zumindest meine Theorie, ja? Hypothese. Ist immer so ein Ding, ne? Ich sage da auch in Theorie, ich meine meistens eine Hypothese, wenn es so was Vages ist, noch relativ unsicher, ist es nur eine Hypothese, eine Theorie, die steht schon auf relativ soliden Beinen. Da muss man schon gute Gegenargumente haben, um die zu widerlegen. Vieles, was wir eigentlich als gesichertes Wissen ansehen, ist trotzdem nur eine Theorie. Zum Beispiel die Relativitätstheorie, wobei die inzwischen, glaube ich, fast schon bewiesen ist, aber dafür bin ich nicht Physiker genug. Nur einfach, um diese Begrifflichkeit nochmal geklärt zu haben. Ja, das hier sind schon sehr schöne Ilex-Bestände, gerade auch mit diesen baumförmigen Exemplaren, die immer wieder vorkommen. Ja, ihr seht, die Ecke, wo ich hier unterwegs bin, ist jetzt nicht gerade besonders zugänglich. Bedeutet, hier ist einfach nie im großen Stil irgendwas gesammelt worden. Klar, hier kommen Menschen vorbei, vorzugsweise welche, die da hoch wollen.
Ah, vielleicht nicht unbedingt da, aber irgendwo hier diese Schlucht hoch und dann da irgendwo auf der Seite oder was weiß ich. Hier gibt es Kletterrouten, ausgewiesene Kletterrouten, nur ausgewiesene Kletterrouten. Also nichts mit seinen eigenen Weg nach oben suchen, sondern schön brav von vorinstalliertem Haken zu vorinstalliertem Haken aus Naturschutzgründen. Dass das hier gerade ein Ort ist, wo möglicherweise besonders schöne und besonders wertvolle Natur vorliegt. Ich glaube, das muss ich nicht extra erwähnen, oder? So, ja, und jetzt haben wir es auch gleich geschafft und ich gucke mal auf die Zeit. Scheiße, ich habe noch 49 Sekunden, um hier rüber zu klettern. Das wird schwierig, ihr seht gleich warum. Ja, so schwierig ist es jetzt auch wieder nicht, aber man muss ein bisschen klettern und man muss auch ein kleines bisschen die Hände zur Hilfe nehmen. Und dunkel ist hier auch. Und dann muss man auf der anderen Seite wieder runter und jetzt ist mein... Eigentlich seid ihr ja ein Trekkingstock und ein Deppenzepter. Eure Deppenzepter-Funktion ist momentan gerade eher hinderlich, die Stockfunktion wäre nützlicher. Aber hier sind wir. Dunkle Ecke, sehr dunkle Ecke. Und hier steht er hier. Das ist ein er. Und bei ihm bin ich mir ziemlich sicher, dass er hier ein Ausläufer oder der aus das Original von den zwei hier darstellt und mit großer Wahrscheinlichkeit auch von den zwei da unten. Das heißt, wir haben hier eine ganze Reihe, ich glaube, so kann man es, ja, so kann man sehen, von männlichen Ilex-Stämmen, die hier ein sehr dichtes Kronendach, besonders auffällig im Winter, wenn alle anderen Bäume bereits aufgehört haben, allzu viel Schatten zu schmeißen, ist hier immer noch eine sehr, sehr dunkle Ecke. Die Sonne steht schon recht tief und scheint jetzt hier gerade so unten drunter durch, weshalb ich ein bisschen angeleuchtet erscheine. Kann ich euch zeigen, da seht ihr, da kommt Licht rein. Man könnte beinahe auf dem Felsen steht gerade Gandalf. Und ja, sicherlich eins der hier rumstehenden ältesten Exemplare. So, und wie alt das jetzt ist, kein Schimmer, weil klont sich selbst. Also vermutlich gab es hier, rein von den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit her, gab es hier vermutlich nicht nochmal ein ganz altes Exemplar, von dem inzwischen schon nichts mehr übrig ist. Und das sind nur Klone von dem original ganz alten Exemplar. Und wenn man jetzt das Alter der Genetik dieses Baumes hier, eigentlich ein Individuum, vermutlich, wenn man nur das zählt, ja, dann wird er uralt. Wenn man nur die Einzelstämme zählt, dann sind die vielleicht 150, ja, sowas um den Dreh, sicherlich die dickeren davon. 200 könnten sie auch schon, ja, wahrscheinlich eher 200. Das wächst ja alles ziemlich langsam. Ja, man kann sich dann aber ziemlich sicher sein, wenn man ein bisschen weiter geht und den nächsten oder die nächste Ilex entdeckt, dass es sich dabei nicht um einen Klon von dem Exemplar da hinten handeln kann, weil ein Klon hat immer dasselbe Geschlecht. Und offensichtlich ist das hier neben mir jetzt wieder ein weibliches Exemplar, was man auch gleich nochmal sehr schön sieht, wenn wir noch ein paar Schritte machen. Ich hoffe, ihr habt noch ein ganz kleines bisschen Geduld. Nur ein paar Schritte und dann ist auch gut. Und dann kann ich wieder zurück zum Bus, bevor mir kalt wird. Hup. Tada! Hier über mir hoffentlich eindrucksvoll zu erkennen, dass es sich eindeutig um ein weibliches Exemplar handelt. So, also packt aufgrund der besonderen Eigenschaften und der Tatsache, dass sie in manchen Regionen der Welt wirklich, von Deutschland wirklich extrem selten sind und unter Naturschutz stehen und im Prinzip es sauteuer wird, einen Ilex im Wildwachsenden zu beschädigen, kann bis zu 10.000 Euro kosten, je nach Bundesland und je nachdem, in welchem Stil man das macht, zum Beispiel für den gewerblichen Verkauf von Ilex Adventskränzen, da könnte euch wirklich passieren, dass er 10.000 Euro blechen müsst, wenn er keine Einsicht zeigt. Ja, und das ist sogar eine Straftat, soweit ich weiß, nicht mal nur eine Ordnungswidrigkeit. Daher, ja, lasst den Ilex am besten da wachsen, wo er wächst. Macht ihn nicht kaputt, freut euch dran. Es ist nicht zu erwarten, dass der Ilex im Klimawandel Probleme bekommen wird. Bedeutet, je früher man ihn zum alten Bekannten oder zur alten Bekannten macht, desto länger hat man was davon. Also, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Auch wieder heute, bis morgen und ja, da gibt's was anderes. Ja, macht's gut und ja, wirklich super schön hier. Ciao.